Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part Let's Play Pokémon Kaizo Blau. Wir sind hier weiterhin in der Siegestraße. Aber wir sind näher, wir nähern uns dem Ausgang. Revive. So, jetzt müssen wir erstmal hier unser... Nein. Boah, Escape Rope. Fast hätte ich es benutzt. Das wäre es jetzt gewesen hier. So. Soweit ich weiß, gibt es mindestens noch einen Trainer. Mindestens. So, das ist jetzt Themen Explosion da unten. No more room for items. Ja, super. Und ich kann auch nichts lagern in die Box. 35 Sonderbonbons. Den Mondstein schmeiße ich weg. So, jetzt. Ach, das ist ja lustig. Reise ohne Wiederkehr. Eiskalt. Eiskalt. Na gut. Interessant, eine Treppe ohne Wiederkehr. Sieht man auch nicht alle Tage. Ah, ich hasse dich, Hacker. Man. Okay, hier wären wir auch schon wieder. Oh Mann, voll unnötig. Repairs Effekt wäre off. Okay, wir müssen auf jeden Fall diesen Stein hier irgendwie bewegen. Der muss dann wahrscheinlich da zu der Stelle, wo man den auch wirklich... Ja, okay. Okay, ist wie im Original, bloß nicht so kompliziert. Ja, doch ein bisschen komplizierter schon, aber nicht... Warte, wenn wir hier jetzt blockieren... Ach, da müssen wir hier außen rum. Okay, verstehe. Kapiert. Greenpeace. Aber das sind die Stärke Rätsel in der Seeschauminsel viel schwerer als hier. Naja, gut. So, ich werde jetzt hier nicht speeden. Normalerweise würde ich jetzt vielleicht speeden, aber bestimmt ist da wieder so eine Gefahr dahinter, wenn ich jetzt das speede. Da lasse ich es besser sein. So, Super Repair. Ansonsten, ich hätte echt erwartet, dass die Siegestraße etwas asozialer ist, als wir sie jetzt präsentiert bekommen haben. Naja, gut. So, aber ich glaube, hier gibt es noch einen Trainer. Hier nämlich, oder? Aber es ist hier noch einer. Okay, hier ist noch ein Stein. Ja, gut, okay. So, warte. Okay, ja gut. Ah, ha, 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 ist das fies hier. Seht ihr das?
zwei Leute warten dann eine Treppe und wahrscheinlich haben die beide 6 Pokémon jeweils. Also muss man dann insgesamt 12 Pokémon ausschalten, ohne sich heilen zu können. Und im schlimmsten Fall verliert man dann und man muss das ganze Rätsel hier nochmal machen. Oder man schlägt vielleicht einen und den anderen dafür nicht. Kann ich mir auch vorstellen. Aber bevor ich da jetzt die Treppe benutze, jetzt ist der Stein wahrscheinlich wieder komplett woanders. Oder auch nicht. Genau, da drüben muss der hin. Ach, da kann ich einfach so... Da kann ich den Stein ja einfach so, ohne groß nachzudenken, nach links verschieben. Okay, dann machen wir das einfach mal. So. Okay, und hier ist jetzt ja die Falle. Erstmal hier alles wieder hochboosten. Und zwar wirklich alles, weil wir müssen jetzt hier wirklich 12 Pokémon mit mindestens Level 90 ausschalten. Okay. Passt so richtig gut zu ihr. Ich glaube, eine Eisattacke wird uns ausschalten. Lovely Kiss natürlich. Ach man, das Spielchen. Geokinese ist okay. Kokowai. Kokowai, was machen wir denn da? Ich muss jetzt überlegen. Kokowai ist eher so ein Spezialangreifer, aber es kann wahrscheinlich eine Pflanzenattacke. Will ich das Slowkiller benutzen? Ich benutze nur Slowkiller. Ich denke mal, selbst wenn eine Pflanzenattacke kommt, dann können wir trotzdem mit Amnesia das Ganze etwas neutralisieren. Ah, okay, Psychokinese, mache ich mir keine Sorgen. Gut, Paralyse ist jetzt nicht so schlimm bei Slowkiller, weil Slowkiller ist sowieso immer der langsamere. Er tötet halt langsam, ja. Sehr langsam, jetzt auch noch, jetzt wo er paralysiert ist. Wie oft habe ich jetzt Amnesia benutzt? Ich habe nicht mitgezählt. Zweimal oder dreimal? Ah, es waren dreimal, okay. So, und jetzt gehen wir in die Offensive. Irgendwie erinnert mich Slowkiller an das Endhorn von Misty. Ist total dumm, lässt sich alles gefallen. Aber wenn es mal aufgeladen ist, dann haut es richtig rein. Ich lasse mal Slowkiller draußen. Weil so stark ist es. So stark wie es gerade ist, ist es schlecht, es auszutauschen. Hyperstrahl ignoriert den Amnesia-Verteidigung. Oh Gott, das war ein Volltreffer. Da hat man Pech jetzt gerade eben. That's not a Ryle. Hyper Beam. This is a Hyper Beam. Und wir müssen rechargen. Scheiße. Oh, okay. Ach, wir haben keine AP mehr. Wir haben keine AP mehr. Oh nein. Was mache ich denn jetzt mit Dragoran? Nein, Paralyse. Ah, okay. Ja gut, rest in peace Dragoran. Du hast doch Alakazam mitgenommen, das ist schön. Okay, EY. Noch drei Pokémon.
Mit dem nächsten Trainer sind es 9 Pokémon, die noch kommen. Wieder ein Tau. Achso, das kennen wir schon. Feigling. Ach nee, nee, nicht Chansey, nein. Bitte nicht. Kein Chansey. Hier, Hyperstrahl. Nicht gefrieren, dann ist mein Snorlax tot. Nein, nein. Alter, wie viel Schaden. Crit. Boah. Okay, 2 noch übrig. Taurus schon wieder. Ich tausche mal aus. Pizza Time. So, Thunderbolt. So, das letzte, Vaporeon. Das ist ein guter Gegner für Blitzer. Evoli-Entwicklung gegen Evoli-Entwicklung. Reicht leider nicht zum One-Hit. Keine Paralyse, bitte. Natürlich. Natürlich, kommt jetzt die Paralyse. Und ein Zen-Attack hinterher. Gut, aber wir müssen auch ihren Freund besiegen. Level 92. Ich prognostiziere einen Thunder Wave. Ja, nicht schwer. War nicht schwer, das vorher zu sehen. So, weg. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das wird auf jeden Fall anstrengend. Jolteon. Ist okay, Hauptsache wir treffen jetzt mit Rest, jawohl. Jetzt die Pokéflöte. Okay, Wechsel. Nee, kein Wechsel. Kein Wechsel, das machen wir jetzt auch hier. Ach, Alter, das war nur ein Sandwirbel, ey. Jetzt mal im Ernst, muss das sein, dass das so känzerhaft ist mit diesen Attacken hier, Kombination? Jetzt trefft doch, verdammt! Es waren doch nur 3 Sand-Attacks und eine Paralyse, Alter. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass du jetzt kampfunfähig. Ich tausche dich jetzt aus. Das ist so lächerlich. Sand-Attack, also ein Sand-Attack, ne, und dann geht nichts mehr. Jetzt schlafen wir eine Runde. Alter, es kann doch nicht sein, dass die Chancen so ungenau sind. Ja, also jetzt hab. Meine Fresse. Oh Gott. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das so einen Unterschied macht, dieser eine Send-Attack. Alter, ich tausche es jetzt aus. Das ist mir jetzt zu blöd. So, Erdbeben, jetzt aber wirklich. Noch 4 Pokémon. Pizza ist noch paralysiert. Greenpeace wird langsamer sein. Ja gut, Pizza allerdings auch. Ich lass mal EY draußen. EY JR. Recover ist ein Geschenk für uns. Jetzt kriegen wir die Paralyse weg. Thunderbolt müsste nicht so viel Schaden machen.
Ich schätze mal ein Sechstel. Okay, jetzt schlagen wir zurück. Nein! Ha, jetzt bist du selber auch paralysiert. Unnötig. Jawohl, endlich mal die Paralyse auf unserer Seite. Noch drei. Rührhorn ist ein Geschenk. Leichter Kill. Executor. Relaxo wieder. Also Relaxo ist echt ein gutes Pokémon. Erstmal hier Rest machen. Der Nachteil ist jetzt, sein Spezialwert ist gesunken, das heißt. Ach verdammt, das ist gefährlich jetzt. Ich glaube, ich muss Garados opfern. So, jetzt ist EY wieder normal und kann den nächsten Psycho-Angriff überleben, hoffe ich. Außer es ist ein Volltreffer. Gut, jetzt ist auch sein Spezialwert wieder normal. Okay, und jetzt schlagen wir zurück mit Hyperstrahl. So, das letzte Tauros. Okay, Tauros könnten wir one-hitten, wenn unser Hyperstrahl trifft. Jetzt muss unser Relaxo nur noch diesen Hyperstrahl überleben. Bitte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nein, also hat überlebt. Okay, aber er muss auch rechargen. Aber er ist immer noch schneller. Warte, ich muss ein Opfer machen. Oder muss ich das? Nein, muss ich nicht. Full Restore. Paralyse, bitte. Okay, ich glaube, das müsste EY vielleicht überleben, wenn wir Glück haben. Ja, boah. Also wirklich, Relaxo MVP. Absoluter MVP. Boah. Wir haben es geschafft, 6 Pokémon auszuschalten, ohne uns zu heilen. Puh. Und da ist Lavados. Okay. Beziehungsweise Ditto Lavados. Naja, war ja klar. Schön, dass es hier mal wieder so in die Länge gezogen ist. Es ist echt schön, wenn man seine Pokémon auch trainieren will. Ja, wobei, andererseits ist hier Gras da draußen. Theoretisch könnte man dann hier in diesem Gras draußen trainieren. Come on, Repel, 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 Max Repel, Super Repel. So. Um.
Oh, wir haben es geschafft. Wir haben die Pokémon-Liga erreicht. Und wir haben relativ viel Geld. Schauen wir mal rein, was wir hier kaufen können. Master Ball, Paralyse Heiler, Hyper Potion, Revive, Ice Heal, Sonderbonbons für 1. Also das ist echt hochinteressant. Dann hätte ich ja gar nicht so heftig trainieren müssen. Hätte ich das vorher gewusst. Sonderbonbons für 1. Alles klar. Und Ether. Interessant, okay. Das heißt, wir können jetzt absolut jedes Pokémon auf Level 100 trainieren. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen. Wir müssen erstmal im nächsten Part schauen, welches Level überhaupt die Top 4 hat. Ich weiß es natürlich schon, aber ich will es euch natürlich erstmal zeigen. Und dann müssen wir etwas. Da müssen wir etwas ausprobieren. Ja, in dem Sinne. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Wenn wir zum ersten Mal in die Top 4 gehen. Wir werden es nicht schaffen, aber. Dass wir ein bisschen Einblick kriegen, was uns erwartet. Also, bis dann, euer Janka. Ciao.